Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Diesmal gibt es einen deutschen Klassiker, ein bisschen abgewandelt. Wir machen Krautwickel. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Und hier unsere Zutaten für unsere Kohlwickel. 500 Gramm Hackfleisch vom Schwein. Einen Kohlkopf, davon nehmen wir die großen Blätter, passierte Tomaten, Baconstreifen, Zwiebeln, 125 Gramm Reis, den werden wir noch vorgaren, aber nicht fertig kochen, drei Lorbeerblätter und Pfeffer und Salz. So, unseren Kohlkopf habe ich nun vorbereitet und zwar habe ich etwas den Strunk entfernt, dass unsere Blätter freigelegt sind und den werde ich jetzt etwas ins heiße Wasser geben, ins Kochende, dass die Blätter blanchieren können. Mal gucken, wie lange, 5-6 Minuten und dann werden sie sich hoffentlich gut lösen lassen und schön weich sein. Unseren Reis kochen wir nun in einem Wasserbad? Wie sagen wir? Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Wir kochen unseren Reis. Genau, das wollte ich sagen. 12 Minuten, dabei ist er noch nicht gar, aber das reicht. Nur eben, dass er angegart ist. Und ihr seht, schon nach ein paar Minuten kann man die Blätter richtig schön lösen. Dann sind sie weich, gehen halt nicht kaputt. Ich lasse sie jetzt noch ein bisschen drin. Und dann haben wir richtig große Blätter zum Füllen. In einer Pfanne habe ich nun etwas Öl erhitzt und da rein gebe ich nun die Hälfte unserer kleinen geschnittenen Zwiebeln und schwitze sie dort etwas an. In einer Schüssel haben wir nun unser Mett, unsere Baconstreifen und die Zwiebeln, die geschmorten Zwiebeln gegeben. Jetzt kommt noch mein gekochter oder vorgegarter, abgespülter Reis dazu, abgegossen und abgespült. Ich weiß gar nicht, hat Reis Stärke oder was ist das, dass das immer so schleimig ist vom... Oh, das weiß ich auch nicht. Naja gut, auf jeden Fall habe ich ihn abgespült. Das Ganze werde ich vermengen. Dazu kommt noch etwas Pfeffer. Ich denke, Pfeffer kann ein bisschen mehr. Denke ich auch. Allerdings, Salz darf dann nicht so viel. Ja, wegen den Baconstreifen. Genau. Ja. Ich denke, das reicht schon. Meinst du? Ja, stopp. Gott, der Kühne sagt Stopp, also Stopp. Ich werde das Ganze nun vermengen und dann sehen wir uns wieder. In unserer Pfanne habe ich erneut Öl erhitzt. Da gebe ich nun unsere restlichen Zwiebeln dazu. Schwitze die auch nochmal an. Und dann kommt unsere passierten Tomaten kommen dann dazu. Unsere Zwiebeln sind jetzt etwas glasig angeschwitzt. Nun kommt unser Tomatenpüree dazu. Ich werde gleich noch mal ein bisschen mit Wasser ausspülen, aber das machen wir gleich. Unsere drei Lorbeerblätter kommen dazu. Es wird gesalzen. Gut. Und Herr Kühner hat gesprochen und gepfeffert. Untergerührt. Und wie gesagt, ich spüle das Ganze nochmal ein bisschen mit Wasser aus. Wasser aus. Gebe ich auch dazu. Und eventuell müssen wir nachher noch ein bisschen Wasser angießen. Das darf nun ein wenig köcheln. Und in der Zwischenzeit werden wir unsere Krautwickel wickeln. Aus unseren blanchierten Kohlblättern schneide ich den Strunk raus, also so das Harte halt. Leg sie mir dann andersrum hin und nehme von meiner Mettmasse. Mal gucken, wie viel ich da brauche. Das können wir noch nehmen. Ich arbeite komisch, ne? Du kannst nicht richtig gucken. Und versuche das Ganze zu wickeln. Oh, geht schon. So. Dann schlage ich das Ganze hier ein und hier auch und wickel das Ganze dann fertig. So soll das dann hinterher aussehen.
Und das mache ich jetzt nun mit meiner gesamten Mettmasse und mit den gesamten Kohlblättern. In einem großen Topf habe ich nun unten ein paar klein geschnittene Kohlblätter reingelegt und darauf schichte ich nun unsere Krautwickel. Ich habe nun unsere gesamten Krautwickel in einen großen Topf geschichtet. Nun gebe ich unsere Soße drüber. Die Lorbeerblätter können ruhig mit rein, die können wir hinterher rauspulen. Die Zwiebeln kommen auch noch mit zu. So. Na, ich glaube, ich muss noch ein bisschen Wasser angießen, damit die Krautwickel auch dick sind. Also zumindest kochen. So. Perfekt. Das sieht doch gut aus. Genau. Das Ganze darf nur eine Dreiviertelstunde leicht köcheln. Und ich denke, dann sollten sie gar sein. Ja, kurzes Fazit. Habe ich als Kind nie gegessen, jedenfalls den Kohl nicht, sondern nur was drin ist, also die Füllung. Also die Füllung war ja schon ein bisschen anders mit den Baconstreifen und so. Und diese Soße, einfach fantastisch, müsst ihr ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo unten rechts würden wir uns immer sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Genießt den Sonntag noch. Tschüss. Kühnes Kochkanal.